private Briefe, offizielle Briefe. Private Briefe. Man schreibt sie an Freunde, Bekannte und Familienmitglieder. Offizielle Briefe. Man schreibt sie an Ärzte, Ämter, den Chef, das Jobcenter und so weiter und so weiter. Private Briefe sind informell. Offizielle Briefe sind formell. Der Brief, der Brief, die Briefe, Briefe. Private Briefe, offizielle Briefe. Hallo, Bettina. Das ist eine Frau. Hallo, Bert. Das ist ein Mann. H-L-L-O. Hallo. Liebe Julia. Das ist eine Frau oder ein Mädchen. Lieber Romeo, das ist ein Mann oder ein Junge. Liebe Julia, die Frau, das Mädchen. Lieber Romeo. Romeo ist der Mann. Lieber mit R. Hi. Hi, Liliane. Das Mädchen, die Frau. Hi, Kevin. Der Mann, der Junge. Das ist ein Vorname. Bert ist auch ein Vorname. Julia, Liliane, Romeo und Kevin. Vorname. Formell. Sehr geehrte Damen und Herren. Sehr geehrte geehrte Damen und Herren. Herren, sehr geehrte Damen und Herren oder sehr geehrte Frau Beck. Beck ist der Nachname. Sehr geehrte Frau Beck. Beck, der Nachname. Sehr geehrter Herr Beck. Der Nachname Beck. Hier wieder mit R. Sehr geehrter Herr Beck.
Eck. Beck. Danke für den lieben Brief. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist informell oder auch herzlich. Danke für den lieben Brief. Ich habe mich sehr gefreut. Du. A. K. Danke für den lieben Brief. Habe mich sehr gefreut. Ah, ich habe mich sehr gefreut. Herzlich. Höflich, formell, offiziell. Ihr Schreiben vom 6.06.2019 habe ich erhalten. Vielen Dank. Ihr Schreiben vom 6.06.2019 habe ich erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Dank. Privat, informell. Liebe Grüße, deine Susi. Oder liebe Grüße, dein Bert. Das ist wieder der Vorname. Susi Bert, Vorname. Mit freundlichen Grüßen, Barbara Glotz. Das ist offiziell, formell, mit freundlichen Grüßen, Barbara, Vorname, Glotz, Nachname. Liebe Grüße. Deine Susi. Susi ist eine Frau oder ein Mädchen. Deine Susi. Bert ist ein Mann oder ein Junge. Dein Bert. Dein Bert. Mit freundlich
Gerüchen gerüßen beara Vorname Glotz Nachname. Privat schreiben wir du, dein, dir, dich. Offiziell schreiben wir sie, ihr, ihnen, sie. Wir schreiben du groß am Satzanfang und manche Leute schreiben es immer groß. Du kannst du aber auch klein schreiben im Satz. Du. Ein oder deine, dir oder dich. Das ist der erste Fall. Das ist der zweite Fall. Das ist der dritte Fall. Und das ist der vierte Fall. Sie, ihr, ihnen, sie. Sie schreiben wir immer groß, immer. Ihr oder ihre, auch immer groß. Ihnen, immer groß. Und das auch immer groß. Sie. Das ist der erste Fall. Das ist der zweite Fall, das ist der dritte Fall und das ist der vierte Fall. Das ist ein privater Brief. Der private Brief, da ist der Ort, Lernstadt und das Datum. Aber das musst du nicht machen. Und in der E-Mail brauchst du das auch nicht zu machen. Hallo, liebe Lina. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört. Ich ziehe bald um nach Köln. Wie geht es dir? Bis bald. Liebe Grüße, Alina. Das ist ein offizieller Brief. Das bin ich. Der Name Alina Sonnenschein. Vorname, Nachname. Ort, Lernstadt. Datum 21.06.2000. Jetzt haben wir 20. Ort, Datum. Wir schreiben das mal auf. Ort, Datum. Vorname, Nachname, Adresse. Schreibstraße 100, 12345, Lernstadt. Du kannst auch sagen 12345. 12345, 12345. Das ist die Adresse. Das ist die Telefonnummer 04321 12345. Du kannst auch sagen 04321 12345. Also statt 2 sagst du auch 2. 2 oder 2. Das ist die Telefonnummer. Telefonnummer. Das ist die E-Mail-Adresse. E-Mail.
Mail. Sonnenschein 2000 at schreiben.az. Du schickst den Brief an die Firma Tanne. Firma Tanne, Adresse Waldstraße 67 77888 Baumstadt. Das ist wieder die Adresse. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte gerne Ihre Zeitschrift Wald zum monatlichen Preis von 8 Euro ab dem 1.8.2020, 2021 und so weiter abonnieren. Ich habe einen Dauerauftrag ab dem 1.8.2020, 2021, 2022 und so weiter eingerichtet. Bitte bestätigen Sie das Abonnement. Mit freundlichen Grüßen, Alina Sonnenschein.